Will you state your full name, please? Günther Reinecke. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. It is usual to hold your hand up when you swear. Ich habe nichts gehört. The Almighty and Omniscient. Dem Allwissenden und Allmächtigen. But I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You stand down. Sit down. Herr Zeuge, welche Dienststellung haben Sie in der SS bekleidet? Ich war SS-Oberführer, Amtschef im Hauptamt SS-Gericht und Chefrichter des obersten SS- und Polizeigerichts. Hatten Sie eine juristische Ausbildung? Ich habe meine juristische Ausbildung an den Universitäten in Innsbruck und in München genossen. Habe im Jahre 1931 mein erstes Staatsexamen gemacht, im Jahre 1934 das Assessorexamen, womit ich die Befähigung zum Richteramt erhielt. 1933 wurde ich in München zum Doktor der Rechte promoviert. Haben Sie oder die anderen SS-Richter überhaupt eine eigene Ausbildung an besonderen Schulen genossen? Ich noch die anderen SS-Richter haben eine besondere Ausbildung an besonderen Schulen genossen. Die SS-Richter kamen aus Stellungen in der allgemeinen Justiz, waren vor dem Krieg hohe Gerichtspersonen, Staatsanwälte oder Rechtsanwälte oder kamen während des Krieges von der Gerichtsbarkeit der Wehrmacht zur Gerichtsbarkeit der Waffen-SS. Haben Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit einen Überblick über den Aufbau und die Arbeit der Teile und Gruppen, deren Chef Himmler war und die man mit einem Schlagwort SS nennt? Ja, ich bin beinahe 10 Jahre im Gerichtswesen der SS tätig gewesen. Ich habe mich von diesem Sektor aus mit der Entwicklung, dem Aufbau und der Tätigkeit der Gesamt-SS, deren Chef Himmler war, weitgehend beschäftigen müssen. Ich habe von diesem Standpunkt aus einen tiefen Einblick bekommen und kann von diesem Standpunkt aus hier meine Aussagen machen. Nach der Anklage hat die SS das gesamte Staatsleben infiltriert. Es wird dabei auf die vielen Dienststellungen und Machtpositionen verwiesen, die der sogenannte Reichsführer SS Himmler innegehabt hat. Ist es so, dass, wo der Reichsführer SS handelt, die SS schlechthin handelt? Nein. Heinrich Himmler vereinigte in seiner Person, in Personalunion, viele Machtstellungen der Partei, des Staates und schließlich der Wehrmacht. Er war Reichsführer SS, Chef der deutschen Polizei, Reichsminister des Innern. Bitte langsam erzeugen. Das sind jetzt sehr schwierige Ausdrücke. Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums. Chef des Ersatzwesens der Wehrmacht. Chef des Kriegsgefangenenwesens.
und schließlich Oberbefehlshaber von 2 Wehrmachtsgruppen. Alle diese Machtpositionen hatten mit seiner Stellung als Reichsführer SS nichts zu tun. Seine Ernennung zu diesen Machtpositionen erfolgte auf Befehl von oben, aus Gründen, die in seiner Person lagen, keineswegs aber deshalb, weil er Reichsführer SS gewesen ist. Irgendeine Verbindung zwischen der SS und diesen Machtstellungen Himmlers besteht nicht. Es werden besonders 4 Machtstellungen Himmlers in der Anklage herausgegriffen und behauptet, hier handle die SS. Es sind dies seine Positionen als Reichsführer SS, als Chef der deutschen Polizei, als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums und als Chef des Kriegsgefangenenwesens. Handelt es sich bei diesen 4 Aufgabenkreisen um Tätigkeiten der Organisation SS? Nein. Um die Tätigkeit der Organisationen SS handelt es sich nur da, wo Himmler in seiner Eigenschaft als Reichsführer SS in Verbindung zur SS tätig wird. Als Chef der deutschen Polizei hatte er eine Aufgabe bekommen, die auf reinem staatlichen Sektor liegt. Seine Stellung als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums ist eine reine Reichsaufgabe. Seine Stellung als Chef des Kriegsgefangenenwesens eine reine Wehrmachtsaufgabe. Nach dem Wortlaut der früheren deutschen gesetzlichen Anordnungen wurde aber bei Übertragung all dieser oben genannten Aufgaben auf Himmler immer gesprochen von dem Reichsführer SS. Wie kommt das? Das ist richtig. Reichsführer SS war die erste Stellung, die Himmler zu Beginn seiner Laufbahn hatte. Es ist ein typischer Sprachgebrauch des Nationalsozialistischen Reiches gewesen, nicht die Personen mit ihren Namen, sondern mit ihren Dienststellungen zu bezeichnen. Dieser Sprachgebrauch findet sich in vielen Gesetzen. Es ist damit aber die Person, nicht die Organisation gemeint, die mit dieser Bezeichnung angesprochen wird. Wenn in vielen Gesetzen wirtschaftspolitischen Inhalts, um ein Beispiel zu nennen, Hermann Göring als Reichsmarschall bezeichnet wird, was oft der Fall gewesen ist, so soll damit ebenfalls nicht zum Ausdruck kommen, dass nunmehr die ehemalige deutsche Luftwaffe wirtschaftspolitisch tätig wird. Sie haben soeben von Organisationen, also Plural, der SS gesprochen. Dem Gericht liegt, wie Sie wissen, Ihre Aussage vor der Kommission bereits vor, in der Sie sagten, dass man 5 verschiedene selbstständige Aufgabenkreise unterscheiden muss, die Anklage fälschlich unter einen einheitlichen Begriff SS zusammenfasst. Nämlich allgemeine SS, Waffen-SS, SD, Polizei, Konzentrationslagerwesen. Wie wollen Sie Ihre Behauptung begründen,
dass es sich dabei um selbstständige Organisationen handelte. Beginnen Sie vielleicht mit der allgemeinen SS. Die allgemeine SS war eine Gliederung einer politischen Partei und sonst nichts. Eine solche Gliederung einer politischen Partei ist sie geblieben, bis sie 1939 bei Kriegsbeginn verschwindet. Zu diesem Zeitpunkt rücken 70% der Angehörigen der allgemeinen SS zum Wehrdienst, vornehmlich zur Wehrmacht, zum kleinen Teil zur Waffen-SS, aber auch die restlichen 30% werden im Lauf der nächsten Jahre des Krieges fast ganz zur Wehrmacht eingezogen, sodass die allgemeine SS im Kriege praktisch verschwunden ist. Die allgemeine SS hat zu keiner Zeit eine Staatsaufgabe erhalten oder ist in Durchführung einer Staatsaufgabe tätig geworden. Ihre Angehörigen waren und blieben Zivilisten, die sich ihre Uniform lediglich zum Dienst anzogen, der zweimal in der Woche, oft sonntags, stattfand, Ordnungsdienst bei Parteiveranstaltungen, Sport und Schulung. Die Anklage aber behauptet, die allgemeine SS sei das Rückgrat der gesamten Organisation SS gewesen, die sich aus allgemeiner SS, Waffen-SS, Polizei und KZ-Dienst zusammengesetzt hat. Ist das richtig? Nein, das ist unrichtig und widerspricht der historischen Entwicklung der allgemeinen SS. Die allgemeine SS ist auch nicht das Reservoir gewesen, aus dem die anderen genannten Organisationen ihre Kräfte stets wieder ergänzten. Die allgemeine SS hat zu den anderen genannten Organisationen teilweise entweder nur lose, teilweise überhaupt keine Verbindungen. Die Anklage behauptet weiter, die allgemeine SS habe nicht nur staatliche Organisationen, sondern den Staatsapparat überhaupt infiltriert. Ist das richtig? Nein, das ist auch unrichtig. Es ist zwar richtig, dass hochgestellte Persönlichkeiten der allgemeinen SS in Staatsstellungen hineingewachsen sind, wie beispielsweise in die Stellungen von Polizeipräsidenten. Es ist auch richtig, dass solche Persönlichkeiten in Wirtschaftsstellungen gekommen sind, Direktoren von Industrieunternehmungen und so weiter geworden sind. Das alles aber sind nur Ernennungen, die auf die Person des Betreffenden Einfluss hatten, nicht auf die Organisation selbst. Ich erinnere hierbei daran, dass gerade die Stellungen der Polizeipräsidenten in den ersten Jahren nach 1933 zum großen Teil überhaupt nicht mit SS-Angehörigen, sondern mit SA-Angehörigen besetzt waren. Es ist im Gegenteil im Laufe der Zeit eine umgekehrte Entwicklung festzustellen. Die allgemeine SS selbst wird infiltriert mit ihr vollkommen wesensfremden Personen und Organisationen. Himmler verleiht Personen in Staats- und Wirtschaftsstellungen die Ehrenmitgliedschaft zur SS, ohne dass diese Personen irgendetwas mit der SS selbst zu tun haben. Im Jahre 1936 wird der sogenannte Kiffhäuserbund, ein Soldatenbund, in die SS von Himmler übernommen, ohne je mit der SS etwas zu tun gehabt zu haben,
und ohne mit der allgemeinen SS organisatorisch zusammenzuwachsen. Das gleiche Bild ergibt sich im Jahre 1938. Hier verleiht Himmler plötzlich sowohl der Ordnungspolizei als auch der Sicherheitspolizei Dienstränge und Uniform der allgemeinen SS. Obwohl beide Organisationen vollkommen getrennte, der allgemeinen SS wesensfremde Aufgabengebiete haben. Nannte man solche Persönlichkeiten, denen Himmler solche Ränge der allgemeinen SS verlieh, auch sogenannte Ehrenführer? Das waren die Ehrenführer der SS, die ich hier gerade gemeint habe. Ist das Typische dieser Ehrenführer, dass sie nie Dienst getan haben in der SS? Es ist so, wie dies die Frage ausdrückt. Diese Ehrenführer bekamen gerade deshalb, weil sie irgendwelche Positionen besaßen, den Dienstrang und damit das Recht zum Tragen der Uniform verliehen. Selbst hatten sie überhaupt niemals einen Tag Dienst in der allgemeinen SS gemacht und auch in der Zeit, die ihrer Ernennung folgt, finden sie keinerlei Kontakt zu den Angehörigen der SS selbst. Dies versteht man im Allgemeinen unter dem Namen Ehrenführer der SS. Kann man als solche Ehrenführer, die also dienstlich mit der allgemeinen SS gar nichts zu tun hatten, zum Beispiel bezeichnen, ich greife nur einige Namen heraus, hier die Angeklagten Hess, Ribbentrop, Neurath, Sauke. Alle diese genannten Persönlichkeiten sind die typischen Ehrenführer der SS, wie ich sie hier geschildert habe. Hatten Sie Befehlsbefugnisse? Mit Ihrer Ernennung zum Ehrenführer war, wie ich schon sagte, lediglich das Recht zum Tragen der Uniform verbunden. Irgendeine Befehlsbefugnis erhielten Sie dadurch nicht. Der andere Teil, den wir untersuchen wollen, ist die Waffen-SS. Wie steht es damit? Die Waffen-SS ist von Anfang an eine in sich abgeschlossene, selbstständige Organisation gewesen und ist es bis zum Schluss des Krieges geblieben. Sie hatte ihre ersten Anfänge in der sogenannten Verfügungstruppe. Hier bestehen noch lose Zusammenhänge mit der allgemeinen SS, weil aus der allgemeinen SS Rekruten der Verfügungstruppe werden, soweit sie sich zum Dienst in der Verfügungstruppe freiwillig gemeldet haben. Gleichzeitig mit diesen aber strömen zur SS-Verfügungstruppe auch deutsche Staatsbürger aus anderen Gliederungen der Partei und auch Staatsbürger, die mit der Partei überhaupt nichts zu tun hatten. In der späteren Entwicklung der Waffen-SS verlieren sich diese Bindungen, die ursprünglich einmal nur lose bestanden haben, immer mehr. Die Waffen-SS ist eine selbstständige Organisation, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass beispielsweise Angehörige der allgemeinen SS und Parteigenossen, die in der Waffen-SS Dienst tun, während dieser Zeit ein Ruhen ihrer Mitgliedschaft zur allgemeinen SS oder zur Partei erleiden. Typisch für diese Selbstständigkeit ist auch, dass selbst der höchste Führer der allgemeinen SS nicht etwa in die Waffen-SS mit seinem Dienstgrad der allgemeinen SS hinüberwechselt, sondern
in der Waffen-SS genauso behandelt wird wie jeder andere Staatsbürger auch. Er fängt als Rekrut an. Der Unterschied, Unterstützung meiner Behauptung, dass es sich um eine selbstständige Organisation handelt, geht auch daraus hervor, dass bei Zivilprozessen gegen die allgemeine SS passiv legitimiert die NSDAP war, während bei Zivilprozessen gegen die Waffen-SS das Deutsche Reich die Passivlegitimation besaß. Bestanden irgendwelche Beziehungen zwischen allgemeiner SS und Waffen-SS einerseits und dem Sicherheitsdienst andererseits? Hier sind überhaupt keine Beziehungen vorhanden. Der Sicherheitsdienst hat sich zu einer selbstständigen Nachrichtenorganisation entwickelt und ist spätestens im Jahre 1934 auch zu einer selbstständigen Organisation geworden, die mit allgemeiner SS und Waffen-SS nicht das Geringste zu tun hatte, nur die gemeinsame Spitze Himmler. Wie war das Verhältnis der Waffen-SS oder der allgemeinen SS zur Polizei? Ich glaube, dass aus dieser Frage die Waffen-SS eo ipso ausscheidet. Denn die Waffen-SS hatte einen ausgeprägten militärischen Charakter und ihre Tätigkeiten waren ebenso militärisch, das heißt, sie befand sich den ganzen Krieg über an der Front. Irgendwelche Verbindungen zur Polizei konnten daher gar nicht hergestellt werden. Aber auch die allgemeine SS hatte keinerlei organisatorische Verbindungen zur Polizei. Die Polizei war ein Staatsorgan mit Staatsexekutive. Die Ernennung von hohen Führern der allgemeinen SS, beispielsweise zu höheren SS- und Polizeiführern, deutet ebenfalls nicht auf eine organische Verbindung dieser beiden Organisationen hin. Der höhere SS- und Polizeiführer hatte in dieser Dienststellung keine Befehlsbefugnisse gegenüber der allgemeinen SS, wenn er nicht gleichzeitig Führer eines Oberabschnittes der allgemeinen SS war. Er hatte andererseits aber auch keine echten Befehlsbefugnisse gegenüber der Polizei. Die Polizeiangehörigen haben auch, um einen äußeren Unterschied darzutun, zu keiner Zeit SS-Uniform getragen. Ein ähnliches Verhältnis gilt bezüglich Waffen-SS, allgemeine SS einerseits und Sicherheitspolizei andererseits. Wie ich schon gesagt habe, bekam im Jahre 1938 die Sicherheitspolizei plötzlich das Recht zum Tragen der SS-Uniform und bekam angeglichene SS-Dienstränge. Damit ist aber keinerlei organisatorische Verbindung zur allgemeinen SS hergestellt. Die Sicherheitspolizei blieb Staatsexekutive. Der Mann der allgemeinen SS hatte niemals Exekutivgewalt. Er konnte weder verhaften, noch konnte er Beschlagnahmungen vornehmen, noch konnte er irgendwie anders exekutiv tätig werden. Es ist augenfällig, dass gerade zu Beginn des Krieges und in der Kriegszeit die Sicherheitspolizei im äußeren Erscheinungsbild immer mehr in das Blickfeld rückt, und zwar mit der SS-Uniform. Es ist dies die Zeit, wo es Angehörige der Alten... Is it possible that this can be, can this evidence can have been given at greater length before the commission? Did you hear what I said? Jawohl, Herr Präsident. Well, don't you think you could shorten it? Ja, ich werde es kürzen. Well,
Well, der Zeuge ist schon am Ende mit diesen Ausführungen. Well, you've been asked over and over again to shorten the evidence, and you seem to me to be making no effort to do it. Ich hielt es für notwendig, nur die Frage des höheren SS- und Polizeiführers ganz besonders zu klären, weil diese Frage außerordentlich schwierig selbst für uns Deutsche ist. Was hat der höhere SS- und Polizeiführer im besetzten Gebiet mit der allgemeinen SS zu tun? Überhaupt gar nichts, weil es in den besetzten Gebieten überhaupt keine allgemeine SS gab. Die allgemeine SS war eine Einrichtung für deutsche Staatsbürger. Deshalb existierte sie nicht in den besetzten Gebieten. Der höhere SS- und Polizeiführer in den besetzten Gebieten hat eine reine polizeiliche Funktion. Hat eine reine polizeiliche Funktion ohne irgendwelche Beziehungen oder Bindungen zur allgemeinen SS, die aus den dargestellten Gründen gar nicht existieren können. Warum bestand denn in den besetzten Gebieten keine allgemeine SS? Wie ich eben sagte, war die allgemeine SS eine Gliederung einer politischen Partei. In eine solche Gliederung wurden Reichsdeutsche aufgenommen. In den besetzten Gebieten konnte deshalb eine allgemeine SS nicht existieren. Kann man dann also sagen, dass Taten oder gar Verbrechen eines höheren SS- und Polizeiführers in den besetzten Gebieten die allgemeine SS überhaupt nicht belasten? Das ist in vollem Umfang richtig. Ich möchte daran die Erörterung eines Dokuments knüpfen. Ich habe Ihnen, Herr Zeuge, in der Pause ein Dokument gegeben. Wenn Sie dem Hohen Gericht gefälligst die Nummer des Dokuments vorlesen wollen. Es ist das Dokument, das gestern dem Zeugen von Eberstein vorgehalten worden ist. Es handelt sich um das Dokument 4024 PS. Es betrifft einen Schriftwechsel des höheren SS- und Polizeiführers in der Operationszone Adriatisches Küstenland, Globocnik, mit Heinrich Himmler und mit Oswald Pohl. Haben Sie aus dem Dokument feststellen können, in welcher Eigenschaft der Verfasser dieser Schreiben, Globocnik, tätig geworden ist? Ist er in der Eigenschaft als höherer SS- und Polizeiführer in Triest tätig geworden? Oder ist er tätig geworden als höherer SS- und Polizeiführer in Lublin, soviel ich weiß? Es geht aus dem Dokument klar hervor, dass Globocnik hier als SS- und Polizeiführer in Lublin und nicht als höherer SS- und Polizeiführer Adriatisches Küstenland tätig geworden ist. Es steht dies in dem Dokument selbst drin. Ich selbst weiß aus meiner Tätigkeit, dass Globocnik um die Jahreswende 1943-44 als SS- und Polizeiführer in Lublin abgelöst wurde und mit der Dienststellung des höheren SS- und Polizeiführers Adriatisches Küstenland beauftragt wurde. Insofern ist das Datum des Dokumentes unrichtig. Das Datum des Dokumentes ist vom 5. Januar 1943. Das muss ein Irrtum sein. Es muss hier 1944 heißen, wie sich aus dem Briefkopf auch ergibt. Ist nun durch die Tätigkeit, die Globocnik in diesen Dokumenten beschreibt, die allgemeine SS belastet?
hat Globotschnik als Führer der allgemeinen SS diese Tätigkeit ausgeübt, die er dort beschreibt? Es ist aus dem Dokument klar ersichtlich, dass Globotschnik hier in seiner Stellung als SS- und Polizeiführer tätig geworden ist, und zwar mit einem geheimen Sonderauftrag der sogenannten Aktion Reinhardt betraut wurde. Er handelt hier auf rein polizeilichem Exekutivsektor. Eine Verbindung dieser Tätigkeit zur Organisation Allgemeine SS oder aber auch nur zu einzelnen Mitgliedern besteht in keiner Weise. Folgern Sie Ihre Behauptung, dass es sich hier um einen besonderen, direkten Auftrag Himmlers gehandelt habe, auch daraus, dass der Bericht direkt an Himmler geht und nicht, wie es nötig gewesen wäre, über den höheren SS- und Polizeiführer in Krakau, Krüger? Das ist sehr richtig. Es geht dies aber auch noch aus anderen Umständen des Schriftwechsels hervor. Es ist in diesem Schriftwechsel der Ausdruck Sonderauftrag selbst genannt. Außerdem läuft dieser Schriftwechsel unter geheime Reichssache. Es ist auf dem Dokument auch vermerkt, dass von dieser geheimen Reichssache lediglich 4 Ausfertigungen vorhanden waren. Und die Ausfertigung, die Globotschnik an Himmler schickt, die erste Ausfertigung ist. Sie lesen immer noch aus dem Dokument 4024 PS erzeugt. Es ist dies das Dokument, aus dem ich lese. Wollen Sie auch mal die Seite 3 oben beachten? Da scheint mir ganz besonders klar hervorzugehen, wer mit diesen Dingen befasst war und in wessen Auftrag und in wessen Zuständigkeit Globotschnik handelte. Es geht aus der Seite 3 dieses Dokumentes hervor, dass die Aktion Reinhardt in 4 Gebiete zerfiel. Erstens die Aussiedlung, zweitens die Verwertung der Arbeitskraft, drittens die Sachverwertung und viertens die Einbringung verborgener Werte und Immobilien. Es geht ebenfalls hervor, dass Globotschnik hier außer mit Himmler nur mit Oswald Pohl persönlich als dem Chef des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes befasst war. Die persönliche Betreuung Pohls deshalb, What is the point of all this evidence? We've got the document before us. Das Dokument ist gestern dem höheren SS- und Polizeiführer im Inland von Eberstein vorgelegt worden, um damit zu beweisen, dass durch die Aktion Globotschniks, der auch in seinem Briefkopf den Titel führt, höhere SS- und Polizeiführer, aber im Ausland, um damit zu beweisen, dass die höheren SS- und Polizeiführer Verbrechen begingen und um weiter zu beweisen, dass die allgemeine SS auch mit diesen Verbrechen belastet wird, weil nämlich nach Ansicht der Anklage, die ich mich bemühe eben zu widerlegen, der höhere SS- und Polizeiführer zugleich für die allgemeine SS handelt. Dieser Zeuge, Reinicke, ist als hoher Richter, der die gesamte Organisation der SS übersieht, in der Lage festzustellen, ob diese Behauptung der Anklage, die Sie mit... Surely he can say so then. Surely he can say so and not go on for all this time about the document. If he wants to say it was a document which Globotschnik made, or which shows that Globotschnik was not acting on behalf of the SS, why doesn't he say so and have done with it?
Handelte Globocznik, nachdem Sie das Dokument durchgelesen haben und es aufgrund Ihrer Einsichten in die Organisation der SS beurteilen können, im Auftrage und für die Waffen-SS oder im Auftrage oder für die allgemeine SS? Es geht aus dem Inhalt des Dokumentes klar hervor, dass Globocznik weder im Auftrage noch für die allgemeine SS noch für die Waffen-SS handelte. Es geht ebenso klar daraus hervor, dass es sich um einen persönlichen Sonderauftrag Himmlers an Globocznik handelte, der mit beiden genannten Gliederungen nichts zu tun hat. Wir hatten unter den verschiedenen Gruppen, die Sie oben genannt hatten und die auch von der Anklage als einheitliches Ganzes betrachtet werden, noch nicht das Konzentrationslagerwesen behandelt. Wie war der Einbau des Konzentrationslagerwesens in die SS und war eine organische Verknüpfung zwischen Konzentrationslagerwesen und SS vorhanden? Eine organische Verquickung ist nicht vorhanden gewesen. Das Konzentrationslagerwesen hat dem eigentlichen Zweck entsprechend polizeiähnlichen Charakter. Die Durchführung des Konzentrationslagerwesens ist daher eine Reichsaufgabe. Mit der Durchführung dieser Reichsaufgabe wurde Himmler im Jahre 1933 oder 1934 betraut. Er hat zu diesem Zeitpunkt für die Bewachung dieser Konzentrationslager eine eigene Organisation geschaffen. Diese Organisation nannte sich seinerzeit Totenkopfverbände. Auch diese Organisation ist nicht aus der allgemeinen SS herausgewachsen und hat später auch mit der allgemeinen SS keinerlei organisatorischen Zusammenhalt bekommen. Die ersten Wachmannschaften dieser Konzentrationslager waren nur zum geringsten Teile ehemalige Angehörige der allgemeinen SS. Es waren ebenso Angehörige der SA, der anderen Gliederungen der Partei, Parteigenossen, wie überhaupt auch Parteilose, eben wie es den Verhältnissen der damaligen Zeit entsprach, Arbeitslose, die Arbeit und Brot und eine neue Berufslaufbahn suchten. Aus diesen Anfängen heraus haben sich die Totenkopfverbände selbstständig entwickelt, haben eine polizeiliche Ausbildung erhalten. 1939 treten sie zu der damals im Entstehen begriffenen Waffen-SS über. Die Aufgabe der Konzentrationslagerbewachung wird nunmehr in erster Linie Menschen übertragen, die an der Front keine Verwendung finden können. Es werden nun nicht frontverwendungsfähige Mitglieder der allgemeinen SS zu einem kleinen Teil, ebenfalls SA-Angehörige, dann die Angehörigen des Kyffhäuserbundes und zum Schluss zu tausenden Wehrmachtsangehörige zu den Bewachungsmannschaften der Konzentrationslager geholt. Sie sagten, 1939 treten die Totenkopfverbände zur Waffen-SS über. Ich muss Sie hier noch einmal besonders fragen, weil in der Befragung des letzten Zeugen durch die Anklagebehörde Totenkopfverbände und Totenkopfdivisionen offenbar verwechselt worden sind.
wollen Sie bitte die genaue Bezeichnung dieser beiden Einheiten geben und sagen, was unter ihnen zu verstehen ist. Die Totenkopfverbände sind die Bewachungsmannschaften der Konzentrationslager bis zum Kriegsbeginn. Zu diesem Zeitpunkt werden sie in die verschiedensten Teile der Waffen-SS überführt. Die Totenkopf-Division hat mit diesen Totenkopfverbänden überhaupt nichts zu tun. Die Totenkopf-Division ist eine Division der Waffen-SS, die in den ersten Kriegsjahren aufgestellt wurde und als geschlossene Division an die Front rückte. Sie sagten, die Totenkopfverbände werden 1939 in die Waffen-SS überführt. Hatten Sie dann nach der Überführung in die Waffen-SS noch etwas zu tun mit der Konzentrationslagerbewachung? Nach der Überführung in die Waffen-SS hatten Sie mit der Konzentrationslagerbewachung überhaupt nichts mehr zu tun, sondern waren aufgeteilt auf die verschiedensten Divisionen der Waffen-SS-Soldaten. Die Anklage behauptet, dass die Einheitlichkeit der SS durch ein gemeinsames Oberkommando garantiert worden sei. Sie meint damit, das ergibt sich aus der Bezugnahme auf ein Schaubild, das sie der Anklage überreicht, die 12 Hauptämter des Reichsführers, SS und Chefs der deutschen Polizei. Waren diese 12 Hauptämter oder Führungsorgane der SS? Nein, es waren dies keine Führungsorgane der SS. Um das Verfahren vor dem Gericht hier abzukürzen, werde ich Sie nach den einzelnen Hauptämtern und ihren Beziehungen zur SS fragen. Waren das Hauptamt Ordnungspolizei und das Reichssicherheitshauptamt Befehlsstellen der Allgemeinen oder der Waffen-SS? Nein. Das Hauptamt Ordnungspolizei war die Spitze der deutschen Ordnungspolizei, das Hauptamt Sicherheitspolizei, die der Sicherheitspolizei. Beides waren Dienststellen der inneren Verwaltung und stellten organisatorisch Abteilungen des Innenministeriums dar. Irgendwelche Befehlsbefugnisse gegenüber allgemeiner SS oder Waffen-SS waren zu keiner Zeit vorhanden. War das Stabshauptamt des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums und die sogenannte Volksdeutsche Mittelstelle Befehlsstellen der allgemeinen SS oder der Waffen-SS? Nein. Beide Hauptämter sind Reichsbehörden, die ausschließlich Reichsaufgaben durchführen. Ihre Angehörigen sind Beamte, nicht etwa Soldaten der Waffen-SS oder Gliederungsfunktionäre der allgemeinen SS. Beide Hauptämter hatten keinerlei Befehlsbefugnis gegenüber allgemeiner und Waffen-SS. Um es weiter abzukürzen, waren die übrigen 8 Hauptämter Befehlsstellen der allgemeinen SS oder der Waffen-SS?
Man muss aus den übrigen 8 Hauptämtern zunächst 2 ausscheiden. Das sogenannte Hauptamt Heißmeier und das Hauptamt Persönlicher Stab. Das Hauptamt Heißmeier hatte mit der SS überhaupt nichts zu tun. Es war dies eine Dienststelle des Reichserziehungsministeriums, die der Person Heißmeier übertragen worden war. Das Hauptamt Persönlicher Stab war ebenfalls keine Befehlsstelle, sondern die Adjutantur Himmlers oder aber die Zusammenfassung der verschiedensten Referate, die Himmler persönlich unterstanden und die persönliche Aufträge von ihm durchführten, die mit den Organisationen allgemeiner SS und Waffen-SS selbst nichts zu tun hatten. Zu diesen Referaten gehörte beispielsweise der eingetragene Verein Lebensborn oder das sogenannte Ahnenerbe. Auch der Reichsarzt SS Grawitz befand sich in diesem Hauptamt und führte hier von dieser Position als persönlich Beauftragter Himmlers ohne Zusammenwirken mit den Gliederungen die biologischen Versuche durch. Weitere Einzelheiten sind hier wohl unnötig. Nur noch eine abschließende Frage zu dieser Organisationskomplex. Stellten diese 6 Hauptämter, die nun übrig bleiben, ein einheitliches Oberkommando der SS dar? Nein, auch diese 6 Hauptämter sind kein einheitliches Oberkommando, sondern es sind 6 gleichberechtigt nebeneinander stehende Fachdienststellen, die von sich aus in die Truppe hinein befehlen können, ohne in der Hand irgendeiner Person zusammengefasst zu sein. Stellte aber nicht Himmler mit seinem engeren Stab ein einheitliches Oberkommando dar, das mit zentraler Befehlsbefugnis für eine einheitliche Zusammenfassung und Steuerung der verschiedenen Aufgabengebiete der Hauptämter sorgte? Nein, Himmler besaß einen solchen Stab nicht. Und auch er selbst griff in die Steuerung der gesamten SS nur in den seltensten Fällen, niemals aber in dem Sinne einer einheitlichen Zusammenfassung ein. Widersprechen Ihrer Darstellung aber nicht die Schriften und Reden Himmlers, zum Beispiel die Posener Rede, in denen er stets die Einheitlichkeit der von ihm geführten Organisationen unterstreicht? Diese Reden stellen keinen Widerspruch dar zu dem, was ich gesagt habe. Himmler spricht in diesen Reden zweifellos von Einheit. Und diese Einheit war sicher auch sein Plan. Sie entspricht aber in keiner Weise der Wirklichkeit. Die Reden Himmlers sind daher nur als Zukunftsmusik zu werten. Statt dass sich die Organisationen, so wie es Himmler hätte haben wollen, zueinander entwickelt hätten, haben sie sich eben wegen der Verschiedenartigkeit ihrer Aufgaben stets auseinanderentwickelt. Aus den Reden Himmlers ist auch klar erkennbar, dass er das merkt und gerade aus diesem Grunde heraus den Anlass nimmt, seine Gedanken über die Einheit seinen höheren Führern näher zu bringen.
eine wirkliche organisatorische Einheit hat zu keinem Zeitpunkt vorgelegen. Hat sich dieser Mangel einer organisatorischen Einheit auch aus dem Gerichtswesen der SS ergeben? Ja, es kommt dies ganz klar in der Zuständigkeitsregelung der Gerichtsbarkeit zum Ausdruck. Das Gerichtswesen der SS war zuständig für die allgemeine SS überhaupt nicht. In erster Linie für die Waffen-SS. Für die war es gemacht worden. War ferner zuständig für die Polizei. Und zwar deshalb, weil Himmler die Polizei während der Dauer des ganzen Krieges als im Einsatz befindlich erklärt hatte. Zu Beginn des Krieges gab es nur einige wenige Polizeieinheiten, die als truppenmäßige Einheiten im Kampfe standen. Mit der zunehmenden Dauer des Krieges, vor allem auch des Luftkrieges, wurde die gesamte deutsche Polizei einheitlich als im besonderen Einsatz stehend erklärt und unterstand damit der Gerichtsbarkeit. Das Gleiche gilt nicht nur für die Sicherheitspolizei. Auch hier ist ein Erlass Himmlers aus dem Jahre 1940 vorhanden, dass die gesamte Sicherheitspolizei im Kriege im besonderen Einsatz steht. Dadurch wurde sie dem Gerichtswesen unterstellt. Dass aber gerade das Reichssicherheitshauptamt mit dem in angegliederten Dienststellen organisatorisch vollkommen selbstständig blieb und keinerlei Zusammenhänge zu allgemeiner oder Waffen-SS aufwies, geht auch daraus hervor, dass Himmler zu gleicher Zeit die gesamte Untersuchungsführung in Gerichtsangelegenheiten, soweit sie das Reichssicherheitshauptamt betreffen, aus der Hand des Gerichtswesens herausnahm und einer eigenen Untersuchungsführungsorganisation des Reichssicherheitshauptamtes übergab. Mit der Folge, dass zwar Gerichtsverfahren gegen Angehörige des Reichssicherheitshauptamtes durchgeführt werden konnten und auch Urteilssprüche gefällt wurden, ein Einblick aber in die Dinge des Reichssicherheitshauptamtes selbst dem Gerichtswesen versagt blieb und eine Kontrolle unmöglich war. Die Angehörigen der Wachmannschaften der Konzentrationslager unterstanden dem Gerichtswesen, da sie zu Beginn des Krieges nominell Waffen-SS geworden waren. Das heißt, sie sind aus wirtschaftlichen und aus Versorgungsgründen heraus und aus Gründen einer einheitlichen Wehrüberwachung nominell der Waffen-SS angegliedert worden. Sie sagten, Herr Zeuge, die allgemeine SS unterstand der SS- und Polizeigerichtsbarkeit überhaupt nicht. Wem unterstanden denn in der Gerichtsbarkeit die Mitglieder der allgemeinen SS? Die Gerichtsbarkeit der allgemeinen SS, die Gerichtsbarkeit der SS ist im Oktober 1939 in Kraft getreten. Zu einer Zeit, wo die allgemeine SS bereits im Verschwinden begriffen war. In der Zeit vorher war die allgemeine SS den allgemeinen deutschen Justizbehörden gerichtlich unterstellt. Straftaten von Angehörigen der allgemeinen SS wurden von den ordentlichen Strafgerichtsbehörden verfolgt und abgeurteilt. Der gleiche Zustand blieb während des Krieges, als es also schon eine Gerichtsbarkeit der SS gab, soweit eben noch Angehörige der allgemeinen SS
überhaupt in der Heimat verblieben waren. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, Herr Zeuge, es ist vielleicht nicht sehr klar herausgekommen. Die allgemeine SS unterstand in der Friedenszeit und in der Kriegszeit der zivilen deutschen normalen Gerichtsbarkeit. Ist das richtig? Ja, so ist es richtig. Danke. Die Anklage behauptet, die SS sei von Anfang an für ungesetzliche Zwecke bestimmt gewesen, habe sich von Anfang an ungesetzlich betätigt und es seien keine Unterschiede in den verschiedenen Zeitfolgen. Wird diese Behauptung durch die Entwicklung des Gerichtswesens der SS irgendwie gestützt? Wenn eine Organisation verbrecherische Ziele hat und verbrecherische Tätigkeiten entwickelt, so muss folgerichtig die Gerichtsbarkeit einer solchen Organisation durch ihren Aufbau, ihren Inhalt und ihre Tätigkeit erkennen lassen, dass sie solche verbrecherische Zwecke und Tätigkeiten abdeckt. Genau das Gegenteil ist der Fall. In der SS herrschte seit ihres Bestehens der Grundsatz der Verbrechensbekämpfung um jeden Preis und eine durchaus geordnete Rechtspflege. Wie wurde die Durchführung einer geordneten Rechtspflege in der allgemeinen SS gewährleistet? Durch das sogenannte Disziplinarrecht. Verstehe ich Sie richtig, dass das Mitglied der allgemeinen SS einmal der zivilen deutschen normalen Gerichtsbarkeit unterstand? Das habe ich gerade vorhin gesagt. Ja, und es gab trotzdem noch ein Disziplinarwesen, also eine gewisse Art von Gerichtsbarkeit über die Mitglieder der allgemeinen SS. Ist das richtig? Das will ich gerade sagen. Es war dieses Disziplinarrecht ein internes Rüge- und Ausschlussrecht, wie es beispielsweise auch jeder zivile Verein hat. Dieses interne Ausschlussrecht sah vor, aus dem Grundsatz der Auslese heraus, dass Vorbestrafte in die SS überhaupt nicht hineinkamen und, soweit sie in der SS straffällig wurden, aus der SS wieder ausscheiden musste. Dieses Ausleseprinzip war an sich die beste Rechtspflege, weil dadurch Straftaten automatisch verhindert wurden. Die Rechtserziehung innerhalb dieses Disziplinarrechts und die Anwendung des Disziplinarrechts sorgte ihrerseits, also neben der Strafrechtspflege durch die allgemeinen deutschen Justizbehörden, dafür, dass die SS frei von unsauberen Elementen blieb. Es war zwischen dem Reichsjustizministerium und der Reichsführung SS eine Vereinbarung getroffen worden, nach der auf der einen Seite die allgemeine deutsche Justiz der SS Mitteilung machen musste, wenn die allgemeine Justiz die Straftat eines SS-Angehörigen entdeckt hatte, und auf der anderen Seite die SS dem Reichsjustizministerium Mitteilung machen musste, wenn sie eine Straftat eines SS-Angehörigen aufgedeckt hatte. Diese Vereinbarung wurde strikt eingehalten. Es war dafür ein eigener Verbindungsführer zum Justizministerium bestellt, mit der Folge, dass tatsächlich einmal alle strafbaren Elemente aus der SS entfernt wurden und zum Zweiten Straftaten gegen die deutschen Reichsgesetze auch wirklich durch die allgemeinen deutschen Justizbehörden abgeurteilt wurden. Herr Zeuge, halten Sie sich bitte auch in den Sätzen, in der Satzbildung etwas kürzer.
Es erleichtert die Übersetzung. Warum wurde bei Kriegsbeginn eine eigene Strafgerichtsbarkeit für die Waffen-SS eingeführt? Geschah das etwa, um I don't think you're going into this far too much detail, Dr. Beltman. Ich bedauere sehr, Euer Lordschaft, das ist vor der Kommission noch nicht so behandelt worden. Und ich glaubte, dass nach dem Beschluss ich auch neue Themen, die wichtig sind, bringen darf. Aber ich werde mich versuchen zu verkürzen. Sie hatten meine letzte Frage verstanden, Herr Zeuge? Ja. Die eigene... Warum wurde für die Waffen-SS bei Kriegsbeginn eine eigene Gerichtsbarkeit geschaffen? War damit bezweckt, Verbrechen zu vertuschen? Die eigene Strafgerichtsbarkeit wurde geschaffen, weil SS-Verbände als Truppenverbände eingesetzt waren und deshalb für diese Verbände Kriegsgerichte vorhanden sein mussten. Die Einführung war durch Gesetz geschehen, nicht durch irgendeine Anordnung Himmlers. Es wurde mit diesem Gesetz das gleiche Recht eingeführt, wie es für die Wehrmacht bereits galt. Und es wurde mit diesem Gesetz für die SS die gleiche Gerichtsorganisation geschaffen, die die Wehrmacht bereits hatte. Es kann also keineswegs davon gesprochen werden, dass die Einführung dieser Gerichtsbarkeit zum Vertuschen von strafbaren Handlungen erfolgt war. Das genaue Gegenteil war der Fall. Die Anklage behauptet doch aber gerade, dass die SS zu Terror, Grausamkeit und Verbrechen erzogen worden sei. Dem widerspricht Ihre Behauptung von der Verbrechensbekämpfung um jeden Preis. Macht es nicht diesen Eindruck? Die Erziehung in der SS ging zu fairem Verhalten, Anstand, Recht und Sitte. Es waren auch Einrichtungen getroffen, vorhanden, die es gewährleisteten, dass diese Erziehung in vollem Umfange durchgeführt wurde. Es wurde das Recht einschließlich der internationalen Konventionen nicht nur auf den Junkerschulen der SS gelehrt, es wurden Gerichtsverhandlungen vor versammelter Mannschaft abgehalten. Das Hauptamt des SS-Gericht als Zentrale des Gerichtswesens sorgte durch ein eigenes Schrifttum dafür, dass diese Grundsätze der Sauberkeit und des Rechts Allgemeingut aller SS-Angehörigen wurden. Die Rechtserziehung in der SS, so wie sie gehandhabt worden war, stellt das genaue Gegenteil der Anklagebehauptung dar. Die Anklagebehörde könnte doch vielleicht sagen, diese strenge Rechtserziehung und Verbrechensbekämpfung vor und während des Krieges beweist gerade, wie nötig das war, weil eben in der SS lauter Verbrecher waren. Hätte sie recht damit? Nein, damit hätte sie nicht recht. Es galten in der SS besondere Auslesegrundsätze. Die SS war durch sogenannte Grundgesetze zu einer besonderen ethischen Haltung verpflichtet. Der Rechtsbrecher in der SS lud daher mit diesem Rechtsbruch eine schwerere Schuld auf sich und verdiente deshalb auch eine schwerere Sühne. Aus diesem Grunde heraus erklärt sich die härtere Bestrafung der SS-Männer im Vergleich
beispielsweise zur Wehrmacht oder zur deutschen Zivilgerichtsbarkeit. Himmler war Gerichtsherr. Welche Stellung hat er eingenommen? Konnte er zum Beispiel ein Gericht anweisen, ein bestimmtes Urteil zu fällen? Nein, das konnte Himmler nicht. Er hat sich an die gesetzlichen Bestimmungen im Allgemeinen gehalten. Er hatte als Gerichtsherr auch das ihm vom Hitler delegierte Recht der Niederschlagung von Verfahren. Von diesem Recht hat er nur in ganz seltenen Fällen Gebrauch gemacht. Der Richter selbst war unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Seine Unabhängigkeit war gesetzlich garantiert. Die Urteile der SS-Gerichte wurden durch Abstimmung erzielt, bei der das Mehrheitsprinzip ausschlaggebend war. Ein Eingriff des Gerichtsherrn konnte insofern nicht erfolgen. Der Gerichtsherr hatte aber das Recht der Bestätigung bzw. der Urteilsaufhebung. Er konnte also einen Fall zum wiederholten Male, falls er mit dem Urteil nicht einverstanden war, zur Verhandlung bringen. Aber auch hier haben sich die SS-Gerichte stets nach den bestehenden Gesetzen durchgesetzt. Es sind Urteile vorgekommen, in denen der Gerichtsherr bis zu 3- und 4-mal das Urteil aufhob, weil ihm die Strafe zu hoch oder zu niedrig war. Die Gerichte haben stets wieder das gleiche Urteil gefällt, wenn es gesetzlich vorgeschrieben war und sich letzten Endes auch durchgesetzt. Ihre Darstellung über die Rechtserziehung. Ihre Darstellung über die Rechtserziehung und die korrekte Durchführung der Rechtspflege widerspricht aber der Anklagebehauptung, dass die SS für Dinge vorgesehen war, für die weder die Partei noch der Staat die Verantwortung übernehmen wollten. Das, was ich hier über die Rechtserziehung in der SS gesagt habe, entspricht der historischen Entwicklung der SS und den Tatsachen. Der scheinbar unüberbrückbare Gegensatz zwischen der Anklagebehauptung und meinen Darstellungen liegt darin, dass die Anklage die SS eben als eine organisatorische Einheit betrachtet, die sie nie gewesen ist. Überall dort, wo Himmler handelt, hat nach dem Standpunkt der Anklage die SS gehandelt. Überall dort, wo die staatliche Exekutive gehandelt hat, hat nach der Anklagebehauptung die SS gehandelt. Diese organisatorische Verbindung war aber nicht vorhanden, weshalb die Anklagebehauptungen in dieser Richtung unrichtig sind. Da gerade den vorhergehenden Zeugen zahlreiche Dokumente vorgelegt worden sind, die die Verbrechen gerade von Angehörigen der Waffen-SS darstellen sollen, muss ich Sie fragen, hat die Waffen-SS in den besetzten Gebieten und an der Front Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen, und zwar in systematischem Vorgehen, unter Verletzung internationaler Abmachungen, einheimischer Strafgesetze und allgemeiner Grundsätze des Strafrechts aller zivilisierten Völker? Nein, davon kann gar keine Rede sein. Es ist klar, dass auch auf Seiten der Waffen-SS in Einzelfällen Verstöße gegen das Völkerrecht vorgekommen sind. Genauso, wie das auf den anderen Seiten auch der Fall war. Das alles aber sind Einzelerscheinungen und keine Systematik.
Alle diese Einzeltaten sind von dem Gerichtswesen der SS und Polizei aufs Schärfste bekämpft worden. Im Hauptamt des SS-Gerichts selbst war eine Einrichtung, die die zentrale Überwachung des gesamten Gerichtswesens garantierte. Von diesem Blickpunkt aus kann ich hier bezeugen, dass in solchen Einzelfällen von den Gerichten an allen Kriegsschauplätzen und während der ganzen Zeit des Krieges Urteile gesprochen wurden wegen Mordes, wegen Plünderung, wegen Totschlags, wegen Vergewaltigung, wegen Misshandlung und auch wegen Tötung von Kriegsgefangenen, wobei die Volks- oder Rassezugehörigkeit des Betroffenen keinerlei Einfluss hatte. Es sind dies alles Einzeltaten und nicht eine Systematik, wie auch die Kriminalitätsstatistik des Hauptamts SS-Gericht beweist. Bei strengster Durchführung der Rechtspflege schwankte die Kriminalität zwischen 0,8% zu Beginn und 3% zum Schlusse des Krieges und hält sich damit unter dem normalen Rahmen. Durch Befehl Hitlers vom 13. Mai 1941, das Dokument ist hier vorgelegt worden, war doch aber wohl ein Verbot zur Verfolgung solcher strafbaren Handlungen ausgesprochen. Steht das nicht im Widerspruch zu Ihren Bekundungen über Verfolgung und Urteile? Nein, das ist kein Widerspruch, weil dieser Befehl Hitlers zwar den Zwang zur Strafverfolgung aufhebt, aber die Strafverfolgung selbst in das Ermessen des Gerichtsherrn stellt. Mir selbst ist aus meiner ganzen langen Praxis kein Fall bekannt geworden. What's the reference to the order of Hitler you're referring to? What's the reference? Die Nummer kann ich im Augenblick zu meinem Bedauern nicht geben, Euer Lordschaft. Es ist der Befehl vor Beginn des Russlandfeldzuges, in dem gesagt wird, dass nur zur Aufrechterhaltung der Disziplin bei Übergriffen der Truppe eingeschritten werden sollte. Ich werde morgen, wenn es gestattet ist, die Nummer angeben. Ich habe nur noch eine Frage, dann kann ich dieses Kapitel abschließen. Мне кажется, что я могу дать эту справку, господин председатель. Речь идет относительно директивы, подписанной Кейтелем. Она заглавлена была «Борьба с бандами». Это СССР-16. Yes, well, you say you're waiting at one more question. Nur eine Frage, dann habe ich ein gewisses Kapitel beendet und würde ein neues Kapitel dann bitten, morgen beginnen zu dürfen. Die Anklage behauptet, Herr Zeuge, dass sogenannte Standgerichte der SS und Polizei unter dem Deckmantel einer Rechtspflege die Zivilbevölkerung besetzter Gebiete ermordet habe. Was versteht man unter Standgerichten der SS und Polizei? Solche Standgerichte der SS und Polizei hat es nie gegeben. Es gab, wie ich aus meiner Praxis weiß, in Polen Standgerichte der Sicherheitspolizei. Ich habe jetzt erfahren, dass es solche Standgerichte auch in den anderen besetzten Gebieten gab. Es waren dies Standgerichte der Sicherheitspolizei, also eine reine polizeiliche Angelegenheit, die mit dem Gerichtswesen der SS und Polizei überhaupt nichts zu tun haben. Danke sehr. Well, now,
Will you tell us what are the subjects on which you are going to question this witness tomorrow? Das KZ-Wesen und die SS-Gerichtsbarkeit. Well, but you've been dealing with the SS legal system today. That's the subject you've just concluded. You told us that the judges of the SS were independent. That's part of the legal system, isn't it? Es handelt sich um spezielle Fragen aus dem Gerichtswesen und dem KZ-System. Es handelt sich um praktische Untersuchungen, Herr Lordschaft. What else are you going to deal with? Verzeihung. Ich möchte mich morgen beschäftigen mit dem KZ-System und der SS- und Polizeigerichtsbarkeit. Und die Verbindung zwischen beiden. You've already told me that. I've got down that you're going to deal with the concentration camps and the legal system in the concentration camps. What else? Nichts weiter, Eure Lordschaft. Nothing else. Well, the tribunal wishes me to tell you that they think you've been much too long. And they will expect you to be much shorter tomorrow morning.